Nein, halt, lass mich, ich will mit. Okay. Ja, ist doch ein äußerst gelungener Auftakt, bei dem ich irgendwie total faile, habe ich das Gefühl. Was ist das für ein Geklicke? Sollte mich dieses Klicken, das da... Boah, du Pissnelke, verpiss dich! Verdammt! Du Arsch! Nein, du sollst das nicht! Ja, komm! Leck mich doch! Unkontrolliertes um sich schlagen und drauftreten, das hilft bestimmt! Ich glaube, ich will ja mal am falschen Ende Munition sparen hier. Geh weg, geh weg! Ich will doch gar nichts von dir! Kuckuck! So, hier muss ich lang, oder? Oder hier? Monorail-Tunnel. Und hier drüben ist... Rail-Kontrollraum. Genau, da muss ich hin. Alles klar. Ich frag nicht, durch was für Ritzen die Kerle sich eigentlich quetschen. Wobei, das Schiff ist ja eh löchrig wie ein Schweizer Käse, ne? Kuckuck! Ich speichere erstmal. Ich missachte die total da hinten. Das ist mir jetzt egal. So, wrip. D'accord, d'accord. Okay. So, Boys and Girls. Was? Platine fehlt. Ja, natürlich. Ich hab die ja... Wo soll ich denn die einstecken? Ach, hier drüben war das, ne? Ja, genau. Hier, Platine rein. Computer der Monorail-Steuerung online. Gut. Irgendwie ist das manchmal ganz schön laut, das Spiel. So, und ich habe gerade festgestellt, ich habe schon so verkrampft hier da gesessen, dass ich mir schon mein ganzes Mauspad hier verschoben habe gerade. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Okay. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fährt an der Flightdeck-Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Sehr Danke. Klar. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallen und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen wir uns einfach lebend hier raus. Klar, kriechen überall Monster rum. Macht nichts. Wir werden einfach mal alles platt machen. Das ist äußerst logisch. Wir sind ja auch bloß drei Leute oder so noch, ne? Ich weiß gar nicht, wir waren am Anfang fünf. Von einem habe ich gesehen, dass er getötet wurde. Sind da zwei draufgegangen am Anfang? Wir waren noch zu fünft, oder? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe nicht aufgepasst. Wie immer eigentlich. Ich... Guck mal. Doch da lang, okay. Gut, dass es das gibt. Die werden das schon nicht ohne Grund eingebaut haben. So, da lang? Okay, links lang. Ja gut, da unten geht's auch nicht weiter, sehe ich gerade. Hallo? Jemand zu Hause? Was? Wo? Ach, da oben. Okay. Könnte er auch mal wieder gewischt werden. Was liegt hier um Ketchup? Kein Wunder, ich dachte schon, das ist ja irgendwie Blut, aber da hat bloß irgendjemand hier mit einem Burger rumgesaut. Zur Fluglounge. Hier regnet's rein, hier müssen wir wieder das Dach abdichten. Irgendwie traue ich dem Ganzen hier nicht. Ist hier hinten, ach hier war ich doch schon, ne? Genau, gehen wir mal hier rein. Wir werden schon irgendwo ankommen. So. Ach, lass doch mal das Flackerlicht sein. Keiner da? Gut. Hallo? Gut. Na, hier sieht's ja auch richtig einladend aus. Was steht da? Bitte sämtliche Werkzeuge verstauen. Achso, Werkzeuge und Schweißbrenner verstauen. Alles klar.
So ein Schweißbrenner wäre auch ein lustiges Werkzeug. Brenne den Tieren die Gliedmaßen ab. Komm zu Papa. Was haben wir hier? Ach so, verschlossen. Tschüss. Warum macht ihr jetzt so panische Musik hier? Hallo? Deshalb, du Arsch. Ich sterbe. Nein. Stirb. Das ist eklig. Hör auf damit. Geht doch. Ja, sehr erfolgreich. Nehmen wir mal ein Medipack. Oh Mann, ich glaube, das wird etwas haarig in diesem Spiel werden mit mir. So, vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. Warum ist denn der erst abgehauen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Na gut. Fluglounge. Schön, sind wir endlich da. Öffnen? Eventuell? Danke. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist ein Terminal. Das sieht nicht aktiv aus. Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Habt ihr erwartet, dass hier noch irgendwas lebt? Ich meine, habt ihr euch ja mal umgesehen? Hier ist alles voller Blut, voller Gedärme, voller Gliedmaßen, voller ekliger Höllenmonster. Ich meine, es war irgendwie zu erwarten, dass hier niemand mehr lebt. Ganz ehrlich. So. Sag mal, wie viel wiegst du, Junge? Grazil ist was anderes. Bom, 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 da zittert die Erde. So. Speicherpunkt, das ist schon mal schön. Wir gucken uns hier noch fix um. Im Terminal. Wir müssen noch bestimmt... Ach, wir müssen noch da vorne lang, okay. Ach, hier vorne ist zu. Aha, na dann. Hier geht's zur Monorail-Station. Ich nehme an, da müssen wir dann mal hin und wir müssen uns das irgendwie noch aufmachen. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Hier vielleicht. Ja, Credits. Noch was? Ja, Medipack. Noch was? Nein, schade. Nun denn. Jemand da? Nein. Ich randaliere mal hier so ein bisschen mit nebenbei. So, hier ist alles zu. Wo? Ja? Ich bin nicht da. Ignoriere mich. Wow, Alter! Stirb! Puh. Ich habe es bloß gerade über mir gesehen, dass da irgendwas war, aber... Gut. Ja, nochmal drauf. So, Credits her. Meine Fresse. Okay, weiter. Ah, hier gibt es was Schönes zum Betrachten. Das ist interessant. Ach nee, ich bin jetzt... Kann es sein, dass ich zurückgelaufen bin? Ach, ich soll zurücklaufen. Okay. Das ist doch hier unser Schiff, ne? Mit dem wir gekommen sind. Kann das sein? Ja, das kann durchaus sein. So, wir sollen davon zum Terminal. Ich gucke aber erstmal, ob wir hier irgendwas im Schiff haben. Das habe ich vorhin gar nicht gemacht. Kann ja sein, dass wir hier irgendwelche tolle Ausrüstung haben. Nee, nur ein Kaffeetisch. Ach doch, ein Medipack. Na dann. Ist ja auch nicht allzu geräumig und luxuriös hier. Wo haben die eigentlich geschlafen, während die hier durch die Gegend gereist sind? Falls mal Notwasserung ist, oder wie? Wie auch immer. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier machen sollen. Spielladen, oder wie? Ach, Schadensbericht, alles klar. Feindliche Lebensform entdeckt. Was? Alter, was? Was? Boah. Geht's euch noch gut?
Scheiße! Du dreckiger Schuft! Stirb! Und du auch! Tust deinem Freund gleich! Boah, laden! Ich sehe schon den nächsten ein. Aber von hinten kann keiner kommen, oder? Mann, das schöne Schiff! Was fällt euch eigentlich ein? Ihr Mistkacker! So, einmal durch! Irgendwie, irgendwas werden wir schon treffen. So, hat geholfen. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Tot? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MATLAB. Status? Verstorben. Was? Wie? Überraschung. Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Viel Vergnügen, Freunde. Okay, na, das wird ja immer besser hier. Mal nachladen zwischendurch. Sollte man vielleicht auch mal machen, bevor man die Tür öffnet. So. Okay, jetzt ist hier drüben offen, alles klar. So, bevor wir hier aber weitergehen, speichere ich erstmal. Jetzt, wo die Scheiße so richtig schön reingeritten ist, beziehungsweise wo wir so richtig schön in die Scheiße geritten sind, da lohnt sich zu speichern. Okay. Gucken wir nochmal, bei wie vielen Minuten wir jetzt sind. 50. Na gut, ich spiele nochmal kurz 10 Minuten weiter bis zum nächsten Speicherpunkt. Da haben wir 4 Folgen zusammen und dann mache ich auch Feierabend erstmal. Man muss es ja nicht übertreiben mit dem Spiel, wa? Ihr überfordert mich gerade. 2 Türen? Gut, gehen wir erstmal hier lang. Klo schon wieder. Klo ist eine gute Idee, da muss ich auch mal hin. Ah, hier war ich doch vorhin schon mal, oder? Kann das sein? Hm. Ein großes Medipack? Nee, kann ich doch noch nicht gewesen sein. Okay. Ach, hier ist auch noch was. Ha. Augen auf im Straßenverkehr. Okay. Weiter geht's. Schon wieder ein Fahrstuhl? Aber der ist wenigstens dicht. Hier muss ich wenigstens keine Angst haben, dass irgendjemand gekrochen kommt, während ich hier drin stehe und nicht flüchten kann. Sowas mag ich ja gar nicht. So, aber wir stehen schon mal bereit hier, falls gleich wieder uns jemand begrüßen will. Falls jemand so viel Sehnsucht hat, dass er es kaum erwarten kann. Sieht ja heute mal gut aus. Was steht dran? Mensch, maximale Last 2000 Kilogramm. Okay. Ah! Schön, gut zu wissen. Ich wollte gerade noch sagen, so wie Isaac beim Laufen klingt, wird er wohl an die 2000 Kilogramm bald rankommen. So, hier haben wir also so ein Safe Room, wie es scheint, wenn hier so viel Zeug ist. Genau, da ist die Monorail-Werkbank. Wir haben keine Knoten, also brauchen wir da gar nicht ran. Drüben ist zu. Ja, ich glaube, hier dürfte keiner kommen, oder? So, haben wir hier noch was? Hier liegt nichts mehr rum, okay. Da gehen wir mal in den Shop. Schön, dass das auf Japanisch dort drauf stand. Okay. Ja, der Plasma-Cutter. Strahlenkanone. Strahlenkanone. Oh. Können wir uns schon leisten. Leisten, meine ich. Okay, Slicer mit breitem Stahl. Sag mal, ich glaube, es ist gut, dass ich jetzt gleich aufhöre. Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Hm, weiß ich nicht. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate, das klingt gut eigentlich. Ich meine, der Cutter ist, glaube ich, sowieso so ein bisschen hier erste Wahl, aber
Kann man sich ja mal vormerken. Ich glaube, Anzug Level 2 wird jetzt bald... Das machen wir mal. Jawohl. Rein ins Loch. Schön. Zieh dich mal um, Isaac. Sieht auf jeden Fall bequem aus. So, schön festschweißen, bitte. Was haben sie, drei Dinger da dran geschweißt und das war's? Der wird immer mehr zur Blechbüchse. Na gut, solange wir jetzt irgendwie mehr Leben haben, bin ich damit zufrieden. So, Anzug Level 2 haben wir. Können wir denn irgendwie Level 3 schon mal gucken, wie viel es kostet? Nee. Okay, Energieknoten kann man auch kaufen, das ist schon mal gut zu wissen. Wollen wir jetzt aber natürlich nicht. Stasepack, Luftkanister, was ist Luftkanister? Medipack, Plasmaenergie. Nö, das ist Impulsgewehr. Hm. Ach komm, was soll's. Ja, komm, gib her. So, haben wir es zumindest mal. Mal gucken. Ich verstehe dich nicht, Mädel. Tut mir leid. Rote Waffensymbole bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe leer ist. Alles klar. So, können wir denn hier 1, 2, 3, 4? Ach so. Okay. Sympathisch. Okay, die ist auf der 3 und auf der 1 ist die. Alles klar. So, das speichern wir nochmal, würde ich sagen. Und dann probieren wir die mal kurz aus. Speichern? Hier drüben. Nee, da ist die Werkbank. Wo ist denn der Speicherpunkt? Gab's hier nicht einen? Oder gab's hier keinen? Ich bin gerade verwirrt. Okay, gibt's offenbar keinen. Dann gehen wir mal einfach. Da lege ich aber erstmal wieder den Cutter an. So. Ach, hier drücken. Okay. Nun denn. Führe uns zum Ziel. Kapitel 1. Neuzugänge abgeschlossen. Fortschritt speichern. Oh ja, danke schön. So, dann nutze ich das dann gleich mal jetzt hier, um eine Aufnahmepause zu machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn ich dann einfach hier direkt anfange, wenn wir dann mit dem zweiten Kapitel starten und dann werden wir mal schauen, ob ich dann wieder so abfehle wie bisher schon. War ja schon mal ein ganz grandioser Auftakt. Ja, wir werden das schon hinkriegen. Ich werde das schon hinkriegen. Mal gucken. Ja, irgendwie werde ich das schon schaffen. Gut, dann bis zur nächsten Aufnahmesession. Wir sehen uns dann wieder. Gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Tschüss. Yes. Bis dann.